Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer in unserem Format Naturmedizin, wo es heute um Schüsslersalze ein weiteres Mal geht, nämlich um die Nummer 2. Was bezweckt Schüsslersalze Nummer 2? Für was ist es gut? Wie sollte man es anwenden? Warum sollte es überhaupt funktionieren? Ist es ein Placebo oder ist es wirklich eine Medizin, die man nutzen kann, homöopathisch? Das ist die Frage der heutigen Sendung, die ich einem Biochemiker stellen möchte, als Heilpraktiker und Apotheker ist er auch noch. Herzlich willkommen, lieber Wolfram Kuenz. Danke, dass du da bist. Danke für die Begrüßung. Sehr gerne. Ja. Ich weiß, du machst ja Ausbildung in diesem Bereich. Du bist da eine Kapazität in dem Bereich. Ja, hast auch ein Buch geschrieben. Also ich bilde niemand aus. Ich habe Ausbildung, aber ich bilde niemand aus. So. Ich halte Seminare für gelesen. Die Menschen. Ja. Okay. Ich erzähle es jedermann. Das ist, dafür bin ich da. Ah, Endkunden, also nicht Auszubildende. Genau, die Menschen, dass sie das mal hören. Mhm. Ja. Okay. Ja, genau. Wir hatten ja jetzt schon generell über Schüssler gesprochen. Wir haben über die Schüssler so Nummer 1 geredet. Ich glaube, am Ende unserer Staffel bin ich ein Schüsslerberater. Ja, genau. Wahrscheinlich. Das wäre mein Ziel jetzt. Ja, genau, mit also wir wissen, zusammenfassend, Schüssler 1 ist für Verhärtungen. Ich rekapituliere das nochmal ganz kurz. Genau. Also die Nummer 1 ist für alles, was elastisch im Körper sein muss. Haut, Bänder, Sehnen, Knorpel, Gelenke und so weiter. Und wenn man das zusammenfasst, kann man eben auch sagen, die 1 ist praktisch so die Hülle. Ja? Und dann kommen wir aber direkt drauf, denn interessanterweise werden Knochen die härteste Struktur von der Knochenhaut ausgebildet, also von außen nach innen. Und dann kommen wir direkt von der Nummer 1 zur Nummer 2. Denn die Nummer 2 ist Calcium Phosphoricum, ist wirklich das Calcium, das auch so der Volksmund meint, wenn er sagt Calcium. Ja? Also es gibt ja sehr viele Calcium-Mineralsalze im Körper. Ich glaube, 5 Stück sind es bei Schüssler. Und die Nummer 2 ist das, was man so als Calcium bezeichnet. Also für, wo jedermann auch weiß, es baut die Knochen auf und die Zähne. Und die Zähne, also geht es um die Zahnhärte oder um ganz Zahnschmerz? Genau, unbedingt, genau. Also Calcium ist ja weiß, das weiß jedes Kind. Ja? Gips ist weiß, Kalk ist weiß. Und weil die Zähne und die Knochen aus diesen Calcium-Mauerbausteinen, aus diesen Weißen aufgemauert sind, das ist eben auch der Grund, warum Skelett weiß ist und die Zähne auch. Jetzt ist mir über die Jahre was ganz besonders Spannendes aufgefallen. Und zwar kamen die Leute, wenn man das so begreift, die Zähne haben ja so einen schönen Edelsteinglanz. Die sind ja nicht so stumpfweiß wie ein Knochen. Ja? Wo könnten der herrühren? Also ein Mineral, das du auch kennst, ein Edelstein, der so glasig, hart, durchsichtig ist, ist ein Bergkristall. Und jetzt bleiben wir mal bei dem Bild. Wir stellen uns jetzt die Zähne vor wie so Bergkristalle, die aber zur Verstärkung nochmal volle Kanne aufgemauert sind mit diesen weißen Calcium-Mauerbausteinen. Und dadurch sind die eben weiß gefüllt glänzend und nicht glasig durchsichtig glänzend. Ja? Und jetzt kamen die Leute und ich habe das beobachtet. Wir Schüsslerianer wissen, wenn Calcium ein Mangel ist, wir sehen es an vielen Anzeichen, an Symptomen, Anzeichen am Gesicht, an Beschwerden. Und wo man es aber sehr zuverlässig sehen kann, ist tatsächlich der Zahn. Und wenn die Zähne transparent werden, das heißt, das weiße Calcium geht ja dann raus, ja, dann ist es ein deutlicher Bedarf an Calcium, Nummer 2. Und jetzt ist mir über die Jahre aufgefallen, dass es tatsächlich wie so ein richtiger Pegelstand ist. Ich habe hier so ein paar Bilder mitgebracht. Ja, du darfst gerne mal eins zeigen dann. Ich habe noch eine Frage vorgängig. Wieso haben wir Calciummangel, dass es zu solchen Situationen führen kann? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also, das hängt mit verschiedenen Faktoren zusammen. Ein Mineralmangel kann durch sehr viele Faktoren entstehen. Also zum einen, was viele Leute nicht wissen, ist, dass die Böden in USA, in Europa dermaßen ausgelaugt sind. Im Vergleich zu vor 100 Jahren sind da teilweise noch oder ein Mineralschwund von 70%. Ja? Also die Böden sind wirklich verarmt, tatsächlich auch Spurenelemente. Ich habe mal mit einem Landwirt gesprochen und der hat mir gesagt, allein in Deutschland gibt es ein Gesetz, um wieder die Mineralien in der Menge einzubringen. Nach dem Weltkrieg war sehr viel von Bomben, Stickstoff, Phosphor, Kalium übrig. Ja? Das hat man auf die Felder und hat gesehen, ach, die Pflanzen wachsen, aber die haben nicht diese Vitalität, diese Kraft, die haben nicht diese Mineralien. Ja? Und du weißt ja, dass zum Beispiel bei Vulkanen, wo sehr viel Mineralien immer ausgestoßen werden, das ist die fruchtbarste Erde überhaupt, da ist dann die Pflanzen sind dann auch mit Mineralen versorgt. Und dieser Mangel, der ist ja auch dann im Gemüse, in Äpfeln und so weiter drin. Ja? Mhm. Das zeigt sich dann auch zuverlässig. Zum Beispiel kann man beim Apfel sehen, wenn der einen Kalziummangel hat, der Apfel selbst, ja, dann hat er so diese kleinen verborgenen Krater.
Und es ist so sicher, das zu sagen, der hat einen Kalziummangel, dass es in Deutschland verboten ist, gleich nach der Ernte die Äpfel in Kalziumbad reinzuwerfen, um diesen Mangel zu kaschieren. Ja? Also, ach, das macht man. Ja, wir haben wirklich Böden ausgelaugt. Ich habe mal Berichte gesehen über in Frankreich. Da war ein Bauer, der hat gesagt, ich habe auch jahrelang mit Pestiziden und alles in den Boden und gedüngt und alles, ja, aber die Böden sind ausgelaugt. Und da wächst gar nichts mehr drauf. So sind unsere Böden. Ein Agrarexperte hat gesagt, wenn wir jetzt umdenken würden, biologisch-dynamische Landwirtschaft, nicht mehr die Böden traktieren, tot machen, ja, dann würde es 50 Jahre dauern, bis sich die Böden erholt haben. Thema Mineralien an sich ist so spannend. Ja, ich war mal in der Wilhelma und der Nashornbulle Bruno damals, ja, der hat natürlich artgerecht da sein Heu und Obst und Gemüse bekommen. Ja. Und dann habe ich gelesen, an der Tafel stand, der bekommt noch extra Mineralpulver. Ja. Das wird einfach noch drüber gestreut, dass er das bekommt. Ja. Also mir hat noch niemand von der Regierung Mineralien übers Essen gestreut, dass ich mal mit Mineralien versorgt bin. Ich bin aber auch nicht so viel wert wie so ein Nashornbulle, ne? Der kostet vielleicht 1 Million oder so. Ja. Also jetzt so als normaler Mensch im Gesundheitswesen, dann bist du dann halt eher eine Last oder so, da ist die Gesundheit vielleicht nicht so interessant. Ja. Mhm. Da könnte man noch ohne Ende weitermachen. Meine Frage ist, was habe ich denn für gesundheitliche Auswirkungen, wenn ich so einen Kalziummangel habe? Dramatisch. Das können wir jetzt wirklich an dem Bild beschreiben. Ja, gerne. Zeig es mal, denn, weil ich behaupte, ich kann an diesem Zahnbefund Gesundheit erklären wirklich von der Pike auf. Wir sehen jetzt hier ganz eindeutig, ich hatte gesagt, Kalzium ist weiß. Und jetzt sieht man an den unteren Schneidezähnen, da könnte man wirklich so einen Pegel einmalen, wie beim Tank, bis wohin das Kalzium noch gefüllt ist. Also unten ist ja die Zahnwurzel mit der Durchblutung. In einem Zahn ist ein Netz von 4 Kilometern Länge Kalziumkanälchen. Da kann das Kalzium rein und raus. Das war deine Frage, da kommen wir gleich drauf. Aber jetzt erstmal vom Befund her sieht man bei dieser Dame, es ist wirklich fast über die Hälfte entleert. Bei den oberen Schneidezähnen auch deutlich zu sehen, diese weißen Flecken oben, wo das Kalzium noch gemauert ist. Und da geht es ja nach oben raus gegen die Schwerkraft. Trotzdem ist es hier wirklich gut zu sehen. Mhm. Bleiben wir mal kurz beim Speicher. Ist natürlich dramatisch. Das heißt, die Zähne sind nicht gut gemauert. Die Knochen werden nicht viel besser sein nach Adam Riese. Und jetzt aber deine Frage, wofür braucht man Kalzium? Du musst dir diese Speicher, die Knochen, die Zähne auch unbedingt vorstellen. Nicht nur zur Stabilität, dass die Knochen stabil gemauert sind, die Zähne hart sind, sondern auch unbedingt wie so eine Art mineralisches Bankkonto. Ja? Also du kannst Säure abpuffern, du kannst Stoffwechselprozesse bezahlen. Hunderte Enzyme brauchen diese ganzen Mineralien. Ja? Zink, Kupfer, Mangan, alles in Knochen gespeichert. Und wenn das jetzt hier rausgezogen wird, ja, dann ist es für den Speicher schlecht genug. Ja? Dann sagt mir so eine Frau mit so einem Zustand, ja, Herr Kunz, ich habe vor einiger Zeit auf eine Nuss gebissen, der Backenzahn ist in zwei gesplittert. Eine andere sagt, ich bin auf dem Stand, auf dem weichen Schnee gefallen, Hüftfraktur. Letzt hat eine Dame mit so einem Befund gesagt, ich habe nur gehustet, dabei sind zwei Rippen gebrochen. Ja? Und jetzt kommt es hier raus, ja, wird verloren über den Urin, über die Jahre. Und jetzt wird es besonders spannend, denn es wird auch ins Gewebe rein diffundieren und sich da ablagern. Und das ist nochmal eine Katastrophe, ja. Ich gebe dir mal, und dann müssen wir begreifen, dass es eigentlich ein einziger unguter Prozess ist. Das heißt, hier geht's raus, dann kriegt ein altes Mütterchen gesagt, ja, Sie haben ja Rheuma, Hüfte zerfressen, Sie brauchen demnächst künstliche Hüfte. Aber Sie haben verkalktes Schultereckgelenk. Sie haben Karpaltunnelsyndrom. Sie sind verkalkt, wird er vielleicht nicht gerade ins Gesicht gesagt, ja. Sie haben Nierensteine, Lebersteine, ja. Das Kalzium geht raus und kristallisiert, verbackt irgendwo das Gewebe. Die Adern werden spröde, ja, die Blutgefäße. Ist eine einzige Katastrophe. Und dann müssen wir begreifen, dass der Mensch dann bei lebendigem Leib eingemauert wird. Verkalkt, hat man früher noch gesagt. Und das ist wirklich eine Katastrophe. Also einerseits ein Mangel und auf der anderen Seite eben doch nicht. Fantastisch, genau. Weil das geht um die Regulation, die Feindregulation. Und wenn man diese Dinge nicht begreift, ja, dann kann man es eigentlich gerade bezüglich Kalzium, da kann ich nur warnen, nur falsch machen. Wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ach Schüssler, das wirkt ja nicht, das ist ja Pillepalle, da ist ja nichts drin. Jetzt geben wir so Mensch mal 1000 Milligramm Kalzium-Brausetabletten und füllen das auf. Ja? Du hast ja gerade gefragt, ja, wie ist es mit dem Kalzium? Erstens, wie gesagt, Ernährung ist schon schlecht. Ja? Mal angenommen, Kalzium ist eigentlich das 10-häufigste Element der Erdkruste. Ja? Das kommt in Sesam, ist drin, Brokkoli, Feldsalat, wenn wir uns gescheit wenigstens ernähren würden. Ja? Es gibt noch andere Gründe, das kommen wir dann noch dazu, warum es hier rausgezogen wird. Aber der Mangel ist einfach da. Ja?
Und wenn du jetzt so Menschen 1000 Milligramm Calcium-Brausetabletten gibst, ja, mit, Entschuldigung, schlappen 400 internationalen Einheiten Vitamin D, das sind Tropfen auf den heißen Stein, ja, was würde passieren? Es würde das Gleiche passieren, wie wenn du ein Haus bauen willst. Du hast so ein kleines Mäuerchen gebaut. Jeden Tag kommt ein Kipplaster und wirft dir en masse Calcium-Bausteine aufs Grundstück. Das Mäuerchen geht noch kaputt. Du hast so einen Berg Schotter im Garten liegen. Das wird nie ein Haus. Schüssler bedeutet feinste Regulation. Und wie du gesagt hast, da kommt es drauf an. Da spielt sich Gesundheit ab. Ja? Mhm. Im Speicher sollen, die sollen gefüllt sein. Ja? Wie volles Konto. 99,6% vom Calcium soll in Knochen, in Zähnen sein. Und lächerliche 0,1% im Blut und Gewebe. Und da ist es eben nicht Baustoff, wo es Knochenzähne aufbaut, aufmauern, sondern Funktionsstoff. Diese Unterscheidung stammt von Thomas Feistinger, der die moderne Biochemie begründet hat. Das ist eine ganz tolle Unterscheidung. Und diese Funktion, das reicht bei Calcium, Muskelkontraktion, Nervenerregungsleitung. Wenn du Adrenalin ausschüttest, brauchst du Calcium dazu. Also Calcium ist universell für ganz viele Stoffwechselprozesse. Also auch Leute, die Energiemangel haben. Du nimmst mir die Worte, also fantastisch, wie du mitgehst. Genau, weil das ist mir dann eben auch aufgefallen bei diesem Zahnbefund, dass Leute, wenn das so bei der Hälfte war, ja, der Stand, ne, das ist wie so ein halber Tank, ja, dass die dann der erste Satz, wenn die reinkamen, sagen die, Herr Kunz, ich bin so müde, so schlapp, ich habe keine Energie. Und dann habe ich gedacht, hey, ich habe ja selbst das Bild gehabt, das ist wie so ein Calcium-Tank, wie ein Benzintank. Wenn der halb voll ist, ich will von hier nach Hamburg fahren, dann muss ich unterwegs raus tanken, Energie tanken. Ja? Und genauso ist hier auch, das sind energetische Konzentrationsgefälle und das muss der Körper praktisch gegen Grundphysik anschieben, die über tote Materie herrscht. Stell dir vor, du hast hier ein Konzentrationsgefälle 99,6% und hier 0,1%. Ja? Was würde passieren, wenn wir tote Physik wären? Dann würde sich das hälftig ausgleichen. Das würdest du nicht überleben. Ja? Weil, ich habe gesagt, zum Beispiel Calcium macht Muskelkontraktion. Also ich kann Sport machen, Power, mich bewegen mit 0,1% Calcium. Das kommt, ich setze es frei aus dem Knochen, aus den Zähnen, kommt ans Blut, kommt an Muskel und reizt es zur Kontraktion. Und der Calcium würde ich echt verkrampfen, wenn das nicht ausgeglichen würde mit Magnesium, dann kann ich mich fein koordiniert bewegen. Und wenn jetzt das Calcium verloren wird, dann hast du mal nicht 0,1%, 0,2. Du sagst so, das ist ja immer noch lächerlich wenig. Das ist aber schon doppelt so viel wie physiologisch vorgesehen. Dann haben die Leute schon Nackenverspannung. Dann hast du schon Wadenkrämpfe, ja. Also ein Krampf, Wadenkrampf, ja, Calcium, da bist du ja, so, so ist es. Du merkst einfach über, wo es zieht, auch Grundverspannung. Ja, wenn Leute, die sagen, ich gehe zum Physiotherapeuten und der sagt, ich komme ja gar nicht durch bei Ihnen. Wo kommt er nicht durch? Bei diesem Schildkrötenpanzer, so verspannt sind die, ja. Oder die sind so verspannt, die sagen, ich bin am Einschlafen und auf einmal beim Schlaf entspannt diese Grundverspannung, ja, und dann ist es wie, wenn ich fallen würde, ja, und wach davon auf, wie als würde ich ins Nichts fallen. Das ist, weil dann diese Verspannung natürlich auch psychisch gelöst wird. Und diese, ich hatte es ja schon bei der Nummer 1 gesagt, diese Verbindung jedes Minerals mit der Seele, die ist so faszinierend. Also das darf man sich nicht vorstellen, dass der Körper das nicht mitbekommt, wenn hier die Knochen bröseln. Du hast für alles Messsysteme, ja. Wenn hier die Wände von dem Haus stabil sind, fühlen wir uns wohl. Wenn jetzt hier was von der Decke fällt, von der Wand, dann kriegen wir Panik. Und genau das Gleiche passiert psychisch, wenn die Menschen hier bröseln. Ja? Der Körper misst es, der sagt, Mädle, hier, wenn du bei lebendigem Leib bröselst, ja, das ist ein sehr unguter Zustand. Das spürst du, dann wirst du unsicher. Das Calcium wird rausgelöst, kommt zu viel am Herz vorbei. Und was macht's? Es macht Muskelkontraktion, das Herz ist auch ein Muskel. Dann hast du Herzrasen, das macht direkt Panik, Angstattacken. Dann gehen die Leute zur Medizin und machen Langzeit-EKG und dann sagt der Arzt, ihr Herz hat nichts, der Motor ist okay. Ja, lieber Professor, das ist nicht der Motor, sondern um im Bild zu bleiben, das ist die Düse mit der Feineinspritzung, das muss fein reguliert sein. Ja? Und wenn das zu viel, zu wenig kommt, da ist kein geregelter Calciumstrom möglich und dann wird es eigentlich immer dieses Herzrasen machen und es ist allein schon Angst- und Panikattacken. Es ist ein Parademittel wirklich, um solche Dinge auch anzugehen. Ich möchte nochmals das Bild von vorher zeigen. Ja. Ganz kurz in die Kamera. Da sieht man es nochmal. Switche genau. Jetzt ja. Zum nächsten Bild, wo die Dame, jetzt nehme ich mal an, Schüsselsalze 2 genommen hat. Nee, und noch nicht. Das sind nur nicht? Alles Erstbilder. Man darf keine Vorher-Nachher-Bilder zeigen. Ah. Das ist verboten. Ja. Ach, ja, ja. Okay. Also man darf nur Befunde zeigen, aber ich kann dir sagen, es füllt sich auf. Also ich kann es aus eigener Erfahrung sagen. Hat das eine andere Person? Ja, das ist eine andere Person, genau. Gut. Vorschüssler waren so meine Zahnhälse sehr empfindlich,
wenn ich mit der Zunge drüber bin, das war so rau, das war, ich wusste kaum, wenn ich Zähne putze, tut es weh, wenn ich nicht putze, also das war so weich, ja. Und jetzt mit Schüssler, das sind richtig breite, glatte Rutschbahn geworden. Ich weiß, dass es funktioniert. Also du kannst mit Schüssler wirklich Knochenzähne aufbauen. Also meine Zähne sind auch komplett gefüllt, gell. Ich kann es in die Kamera halten, also das funktioniert. Okay. Wie lange haben die Personen das genommen? Also um solche Speicher aufzufüllen, musst du sagen, das dauert wirklich lange. Das kam mal eine Frau, die war nach 100 Tagen top zufrieden, Aufgabenstellung. Und dann habe ich gesagt, Herr Kunz, Sie haben gesagt, die Zähne füllen sich auch auf. Und dann habe ich gesagt, das war damals noch sehr am Anfang meiner Ausbildung. Dann habe ich gesagt, keine Ahnung, es funktioniert, machen Sie weiter. Ja? Mhm. Und dann kam die nach 1,5 Jahren und hat gesagt, Herr Kunz, jetzt ist ein Punkt erreicht, es läuft wie weiß die oberen Schneidezähne, wie ein Schlieren an der Fensterscheibe läuft es weiß rein. Dann kann man im Nachhinein sagen, hat es wohl eher mal die Knochen aufgefüllt. Eine Hüftfraktur zu verhindern ist sehr wichtig und dann vielleicht erst die Zähne. Meine Tochter war ja beim Zahnarzt und hat dort die 4 oder 5 verschiedene Schüssler-Salze gekriegt, wo sie jetzt regelmäßig nehmen muss. Und jedes Mal, wenn sie in der Praxis ist, muss sie es noch mit dem Zelltuner befelden. Ja, das ist toll, ja, natürlich. Kannst du da mal etwas erzählen, was da gemacht wird? Ja, da haben wir auch schon einen konkreten Fall, wie fantastisch die Kombi Schüssler und der Zelltuner ist. Wir haben ja viele Kunden, die uns vertrauen auch so. Jetzt kam eine Kundin, die hat gesagt, ja, ich möchte es mal ausprobieren in der Heilpraktikerpraxis mit dem Gerät. Ich mache es dann so, ich gebe die Schüssler-Mischung jetzt, also die hatte Zahnbeschwerden, ja. Implantate, die ganzen Geschichten, Wurzel vereitert. Sie hat gesagt, seit 2 Wochen spritzt der Arzt rein, Desinfektion, es wird nicht besser, Schmerzen höllisch, ja, richtig geschwollen. Dann hat sie, ich habe ihr die Mischung gemacht, also das Wasser, die Schüsslermischung rein, gegen Entzündung, Schwellung, für die Zähne, Zahnaufbau. Sie hat es getrunken, dann nimmt man immer so einen halben, also erstmal ein paar Schluck in den Mund, wartet ein bisschen und dann während der Behandlung mit dem Zelltuner, ich mache das einfach mal konkret vor, also jetzt würden wir hier in ein Glas Wasser die verschiedenen Schüsslermischung rein, dann das Wasser erst befelden und dann hat sie das so immer so an die Wange und die Schmerzen waren so groß, sie konnte das gar nicht länger dran halten, weil das so wehgetan hat, ja. Aber man sieht ja, dass die Wirkung, jetzt muss man ein bisschen warten, ein bisschen jünger, die geht ja tief rein auch, ja. Und sie konnte das halt immer aufgrund der Zahnschmerzen so ein bisschen hinhalten. Und sie hat es gemacht und klar, bei so höllischen Zahnschmerzen ist sie raus und hat gesagt, ja, okay, das weiß ich jetzt nicht, ja. Das Interessante ist, sie hat es morgens gemacht und nachmittags, am nächsten Tag hat sie angerufen und gesagt, das hat ja über Nacht alles rausgezogen. Also wenn die Schmerzen bei 100% waren, sind sie jetzt noch bei 10%. Die Schwellung ist zurück. Ich habe kaum noch Schmerzen. Es ist wirklich fantastisch. Das muss man wirklich mal live erleben. Also das ist eigentlich schon etwas, was auch die Zahnärzte in die Praxis mit aufnehmen müssen. Ja. Einerseits Schüssler und auf der anderen Seite diese Befildung, um den Heilungsprozess zu beschleunigen, oder? Unbedingt. Ja, genau. Die Schmerzen rauszunehmen, gleich die Schwellung zu verhindern. Schüssler allein ist da wirklich da sehr stark. Und da hat man ja noch den Vorteil, dass es in dem Fall ja direkt im Mundraum da dran ist, ja, und da direkt einwirken kann. Mhm. Und dann noch mit dem Zelltuner. Es ist wirklich wie ein Wunder. Inwiefern ist jetzt zum Beispiel, wenn ich das Wort noch Osteoporose ins Mund nehme, danke dir, inwiefern steht hier auch noch Schüsselsalze 2 im Vordergrund? Ganz klar, also das ist die Lösung bei Osteoporose. Ich meine, wenn wir die Zähne auffüllen können, können wir die Knochen auch auffüllen. Da kann ich auch den konkreten Zusammenhang schildern. Also das ist jetzt ein 80-jähriger Mann, der ist Kettenraucher, Zigarre, ist jetzt nicht so gesund, ja. Und der hat Knochendichte-Messung gemacht. Seine Frau ist sehr begeistert. Sie macht Naturkunde, sie macht Schüssler, alles bei uns. Und hat gesagt, Herr Kunz, mein Mann macht nicht so viel. Geben Sie aber wenigstens so ein Programm Schüssler für diesen Knochenaufbau. Und dann war, ich glaube, ein halbes Jahr später Knochendichte-Messung und der Arzt war erstaunt, es ist messbar wirklich die Knochen dichter geworden, obwohl er weiter Kette Zigarren raucht. Ja. Was hat er geschluckt? Es funktioniert. Also das ist natürlich wirklich vor allem die Nummer 2, aber es gibt auch ein komplettes Knochenaufbauprogramm. Da sieht man, Knochen ist Vitalität pur, das ist sehr viel, das sind Nummer 1, 2, 5, 8, 11 und so weiter. Also auch da wieder, man muss zum Experte gehen, der beratet einen, Osteoporose, das richtig Knochendichte. Aufpowern, ja, genau. Okay. Ja. Und dann hat das auch noch befeldet zusätzlich, oder? Nee, die haben das Gerät jetzt noch nicht. Das war jetzt damals nur mit Schüssler. Mhm, okay. Aber das war noch vor der Zeit, bevor ich Arthur überhaupt kennengelernt habe. Arthur Trenkle, der diese Medizin nach Deutschland gebracht hat aus Russland. Mhm.
Die letzte Frage noch. Wo finde ich weitere Informationen zu diesem Schüssler-Thema? Eben, welche Nummerierung jetzt in welchem Fall für mich gut wären? Ja, also beim guten Schüssler-Berater, die kann man dann auch googeln, ne? Bei der GBA von Österreich, bei der Biochemischen Gesellschaft in Deutschland von Margit Müller-Frahling kann man einfach eingeben, das findet man. Und in der Schweiz gibt es auch einen Verein, oder? Ja, das ist Joe Marti in der Schweiz, genau. Okay. Oder natürlich bei uns, Pinguin Apotheke Meising, mal anrufen oder bei meiner Heilpraktikerpraxis. Ich kann natürlich auch helfen. Eine Homepage gibt es auch, wo man da ein bisschen durchlesen kann? Meine, ja, das ist teslaschuesslerpraxis.de ist bei mir. Und die Pinguin Apotheke finden wir dann auch im Internet. Tesla, weil du das kombiniert hast, diese Technologie. Ja, genau. Das hat mir sofort, es bietet sich an. Das ist beides Zellmedizin. Hier haben wir die fantastische Energiemöglichkeit. Und hier können wir mit den Mineralen konkret sagen, was wir bewirken wollen. Jetzt haben wir Schüssler 1 und Schüssler 2 durch. Ja. Herzlichen Dank, lieber Wolfgang. Sehr gern. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich hoffe, es macht Ihnen genauso Spaß wie mir, über dieses Thema was zu lernen. Und wir werden nächste Woche zur gleichen Zeit natürlich weitermachen mit der Schüssler Salze 3. Ich glaube, es gibt 12, oder? 12 klassische und inzwischen geht es bis 33 und Thomas Feichtinger aus Österreich ist dran, da werden bestimmt noch 5, 6, 7 kommen. Im Meerwasser sind ja eigentlich knapp 90 Mineralen drin und ich kann mir gut vorstellen, das Leben kommt aus dem Meer und in Spuren haben wir diese Mineralen in uns drin. Ja. Und auch wenn es geringste Mengen sind, die sind notwendig. Ja. Du brauchst jeden Tag 1 Millionstel Gramm Nummer 29 Cobalto Metallicum Schüssler, wäre das dann, ja. Ohne das können wir nicht leben. Also auch wenn Spuren sind, ist es lebensnotwendig. Spannend. Genau das habe ich mal kürzlich gelesen, dass die Mineralien im Meer exakt unseren Mineralien im Blut übereinstimmend ist. Also man kann sagen, dass wir sind ja praktisch Ozean, ja, wir kommen aus dem Meer. Und du kannst es genau sehen, dass zum Beispiel das Fruchtwasser nahezu die gleiche Zusammensetzung hat wie Meerwasser. Wir sind praktisch Wasserlebewesen, die sich entschieden haben, an Land rumzulaufen. Wir haben das Meer mitgenommen. Und der Zellzwischenraum, wenn du sagst, die Zelle ist früher im Meer geschwommen, da war das Meer außenrum. Wir haben das Meer jetzt mitgenommen. Ja? Alles ist salzig. Tränen, Blut, Urin, das sind salzige Flüssigkeiten. Wir sind Meereslebewesen, wenn du so willst. Ein wandelndes Meeresaquarium, sagt der Wasserforscher Francisco Sanchez. Und dann siehst du, wir haben das Meer mitgenommen und im Zellzwischenraum ist praktisch Meerwasser mit der Konzentration mal 3,5. Also es ist noch konzentrierter wie Meerwasser. Es ist klar, Meerwasser und die Konzentration mal 3,5, das ist der Zellzwischenraum, die Flüssigkeit hier. Wir sind salzige Lebewesen. So spannend. Meereslebewesen. Unglaublich spannend. Atlantia. Ich habe gerade noch eine Frage. Und zwar hast du mal gesagt, eben die Schüsselsalze kann man schlucken, aber in einer Apotheke wie bei euch kann man das eben auch als Tropfen haben. Oder als Salben. Also eigentlich kann ich jede Mischung haben von einem Apotheker, der mir das als Salbe macht. So ist es. Die Schüsslersalben sind wirklich überzeugend, selbst bei Menschen, die nicht an Schüssler glauben, Homöopathie, ja, die sagen, wir haben von euch gehört, ihr macht da diese Warzensalbe oder ihr macht da die Salbe oder Restes Leck-Salbe. Wir haben eine Oma, die nimmt nur die Schüsslersalbe bei Restes Leck. Kennst du dieses Kribbeln, wenn die Leute sich bewegen müssen da, ja, und kommt damit klar? Ich habe gesagt, ich soll doch mal innerlich Schüssler eine Kur machen. Nee, die schmiert sie abends vom Fernseher drauf, das reicht ihr dann, ja. Also es wirkt einfach. Gibt es irgendeine von diesen drei Möglichkeiten, wo am wirkungsvollsten ist? Das ist ja oral, das kann ich unter die Zunge legen. Schüssler wirkt eigentlich immer. Du kannst wirklich auch eine systemische Schüsslerwirkung, systemisch heißt auch einen ganzen Körper betreffend mit Salben erzielen, weil es ja reinkommt ins Gewebe. Du hast natürlich die fantastische Wirkung direkt da, wo du es hast. Aber die Powerprogramm ist schon innerlich Schüssler mal lutschen, über die Mundschleimhaut kommt ins Blut, wirkt für den ganzen Körper. Man kann aber auch wunderbar Schüsslerbäder machen. Ein Fußbad, ein Vollbad, du wirst Schüssler einfach, was weiß ich, 20 Tabletten Nummer 10 mal rein, ja, zur Entgiftung oder sowas, ja. Und du kannst es auch wunderbar über Beta mit der Haut machen, über Fußbeta auch. Super. Also herzlichen Dank, lieber Wolfgang. Sehr gern. Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wünsche ich alles Gute. Danke fürs Zuschauen. Bis ein anderes Mal und auf Wiedersehen miteinander.